Aloha und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Für eine letzte Folge sind wir nicht stehen geblieben. Estas Koordinaten. Hier unten ja. Ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zenets hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Wo sind die hier? Vielleicht. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Ja, ja, ja. Wir nehmen alles mit. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. Okay, das hier nehme ich noch mit. Danke. Alter. Das, Alter. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Yo. Das war ein Far Zenith Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Okay. Eluthia ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber ja, das warum dann noch haben die sie jetzt dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. Und wieder erkunden wir eine Far Zenith-Ruine. Ah ja, stimmt, ne? Wenigstens scheinen in dieser keine Killermaschinen zu sein. Ja, bist still. Oder etwas, das du hochjagen kannst. Vielleicht kommt's ja noch, ne? Weil irgendwas hat ja dieses riesen Loch gebohrt. Aber ja, wir werden es sehen. Ey, voilà, ehrlich. Schauen wir mal. Genau, was ist hier, Elu? What? Hier geht's nicht lang. Ab da drin war, ist was, wo ich eigentlich gerne will, ne? Jo. Okay, wir schauen mal. Ah! All dieses Zeug. Ich frag mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich Far Zenith kenne, haben sie hier Erstaunliches entdeckt. Zu ihrem eigenen Nutzen. Ja, das klingt wahrscheinlich. Ja. Alter, ey, Digga. Geh mir noch mehr auf den Sack. Die Zenith ist irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Ja. Ich hab... Also, das Gefühl, dass da gleich was kommt. Wie kommt Erend mit all dem zurecht? Wirklich? Naja, Gaia, Zenith, der Fokus. Das ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Das steht fest. Ah, da ist die Kiste noch. Yeah. Okay, aber irgendwo muss da was sein, ne? Okay, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Alter, Witz mal, hä? Was ist das? Komm ich da überhaupt hoch? Ja. Eine Steuerkonsole für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. Ah, dort, okay. Aber Moment, kann ich eigentlich durch diese Tür da? Ja. Schauen, ob da noch was ist, bevor wir da weitermachen.
Nein, ich gehe nicht mehr. Okay. Dann ab zur Steuerkonsole. 236 Behälter werden gelagert. Ach du Scheiße. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. SOS. 237. Aber es war, es sind denn nur 236. Das ist einige, und ich jetzt hier finde, 237. Ja, komm jetzt hier hoch. Ne, wir probieren es jetzt nochmal trotzdem, ne? Aber eigentlich ist das ja Quatsch. Weil es ja nur 236 Kapseln gibt, aber es steht 237 im Protokoll. Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. Jo. Krass. Moment, das ist der Klon. Aloy. Das bist du. Kalt wie Eis. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss nur das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Fasenith. Sei vorsichtig. Sie sind gnadenlos und haben jetzt Eluthia, Artemis und Apollo. Ach was? Scheiße. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben. Sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurückbringen. Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Was? Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Okay. Ich beschütze das heißt, Farsinef hat noch drei Unterfunktionen. Ah. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ich kann es nicht zu Val und dem Klon lassen. Alter Scheiße. Wikinger Phantom, wollte mich eigentlich... Da kommt sie! Ein hässliches kleines Ding, was? Okay.
sollte das Ding scannen. Vielleicht hat es Schwachstellen. Ja! Was denkst du, was ich mache und was machst du eigentlich jetzt? Ach, das Ding ist schnell. Also die scheiß Schwachstellen. Ich brauche erst wieder mehr Ausdauer. Was? Das hat denn jetzt nichts gemacht? Wo ist der? Oh nee, da. Ja, genau. Genau! Digga, was soll das? Ey, ich glaub's nicht, ne? Alter, was ist das für eine Drecksmaschine? Dem nimmt er keinen Schaden, ey! Ja, aber das ist aber behindert, Alter. Okay, komm. Stell her. Säurepfeil noch gut. Ah, warte, ich habe gerade die. Yo, call. Ja, komm, lauf in die Fallen. Ich glaube auch, ne? Ja, Mann. Okay. Puh. Geht es dir gut, Aloy? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay, ich komm nach, wenn die Luft rein ist. Ich wollte... Oh, Alter, nee, come on. Alles klar. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, was für diese Folge von Horizon Forbidden West, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Weg nach oben machen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.